Einen wunderschönen guten Tag, meine lieben Trashies. Herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Ich bin Danny und ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu den neuesten Trash News. Und wie versprochen, jetzt mit einem wirklich schönen Video, wie ich finde. Nachdem wir heute über den Penis von Sam Dillon gesprochen haben und über die Töchter von Danny Büchner, brauchen wir jetzt endlich mal wieder ein gutes, schönes Video. Und das habe ich für euch, denn es gab ihn und alle haben auf ihn gewartet, den ersten Kuss von Marco Strecker und seinem Freund Tobi. Ich werde euch das alles mal zeigen, wir werden über das Outing sprechen und, wie ich finde, über die wohl, ja, schönsten Kommentare, die man unter diesem gemeinschaftlichen Video so hätte haben können. All das heute hier in diesem Video. Wenn ihr jetzt sagt, Mensch, Danny, vielen Dank, dass du für uns die Balance zwischen schönen und schlimmen Trash hältst, dann fühle ich herzlich eingeladen, diesen kleinen YouTube-Kanal zu abonnieren. Wir sind eine kleine Trash-Familie und auf den Weg zu den, ja, 23.800. Wir sind mit starken Zügen voran und ich freue mich, dass ihr alle hier seid. Meine Lieben, ich habe für euch als erstes einen Artikel rausgesucht, der dieses ganze Konstrukt um, ja, Marco Strecker gut zusammenfasst, denn es gibt natürlich die Stimmen Fake-Outing und Outing nur für Einschaltquoten. Und ich finde, dass dieser Artikel das sehr gut zusammengefasst hat, wie es wirklich war. Zitat: Marco Strecker eroberte Social Media mit seinen Parodien, typisch Mütter-Videos, aber was spielt sich hinter der Kamera ab? Gibt es einen festen Freund an seiner Seite? Ist Marco Strecker vergeben? Der Internetstar hält sich bezüglich seines Liebeslebens sehr bedeckt, obwohl er mit seinem komödiantischen Talent auf Instagram, TikTok und YouTube ansonsten sehr aktiv ist. Derzeit gibt es von seiner Seite keine offizielle Aussage, ob er sich in einer Beziehung befindet. Allerdings antwortet er auf diesbezügliche Nachfragen gerne mit einem Grinsen, dass sein Beziehungsstatus ein offenes Geheimnis sei. Vermutlich bezieht er sich damit auch auf das hartnäckige Gerücht, er sei hinter den Kulissen mit seinem Influencer-Kollegen Tobi zusammen, mit dem er in seinen Videos häufig gemeinsam vor der Kamera tritt. Dass Marco Strecker homosexuell ist, hat er im November 2023 bei Promi Big Brother live im TV mit den ZuschauerInnen geteilt. Ich habe noch nie so öffentlich darüber gesprochen, so der Influencer. Ich bin jetzt wirklich erleichtert. Klar, Mama und die engsten Freunde wissen es, aber jetzt wissen es alle. Zitat Ende. Und das ist die entscheidende Aussage. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass es genau so war. Dass es halt seine engsten Freunde wussten, dass es seine Mutter und seine Schwester wussten. So hat er es auch gesagt. Aber er hat es noch nie öffentlich ausgesprochen und so ist es das, was wir ja auch beobachtet haben und jetzt ist es Tatsache so, dass dieses Gerücht, dass er hier der Freund von Marco ist, das haben die beiden gestern nun auch selbst veröffentlicht, dass es so ist und deswegen kann ich darüber auch sprechen und brauche da auch kein Blatt vor den Mund nehmen und zeige euch jetzt mal das Video vom gemeinsamen ersten Weihnachtsbaum, natürlich aus Urheberrechtsgründen ohne Musik, das heißt, ihr müsst einfach jetzt mal kurz mit summen, aber ich denke mal, es geht um die Szene, die ihr dann seht und die haben wir hier eingefangen, feuerfrei. Und da geht's los, der erste gemeinsame Weihnachtsbaum von Tobi und von Marco. Und wie ich finde, ein schöner Baum. Ich erinnere mich auch noch an den ersten Weihnachtsbaum mit Maxim. Der war auch schön, der war ein bisschen größer. Aber der ist hier auch wirklich schön. Und das Ende des Videos, das ist das, was eigentlich für viele sehr entscheidend war. Weil es einfach eine schöne, ja, weil es einfach eine schöne Situation war. Und was dann auch dieses Gerücht aufgelöst hat. Und zwar geht es nämlich genau um diesen Schmusi. Diesen Schmusi ging es. Und damit haben sie quasi gesagt, wie es ist, wir sind zusammen, das ist mein Freund und herzlichen Glückwunsch von meiner Seite für dieses sehr sympathische Bild, welches ihr uns gegeben habt, fand ich sehr, sehr schön und entsprechend reagiert auch das Netz und ihr wisst, das habe ich für euch auch eingefangen und ich habe kein Hate gefunden. Ich bin so glücklich, natürlich wird man da viel gelöscht haben, ja, aber alles gut. Alles gut, ich habe die schönsten Kommentare für euch rausgesucht. Der Kuss, freue mich für die beiden, dass sie endlich auch öffentlich es ausleben können. 1271 Likes oder wie schön, dass ihr euch endlich dazu bekennen könnt. Ich freue mich sehr für euch, bin selbst Mutter von drei Jungs und würde immer voll hinter ihnen stehen. 1310 Likes
oder dieser Kuss, es macht einen echt glücklich, dass ihr euch nicht mehr verstellen oder verstecken müsst, 970 Likes, oder was lange ist, zeigt sich endlich, ich freue mich sehr für euch, 369 Likes. Oh mein Gott, ist das schön, ihr zeigt eure Liebe endlich. Bis vorhin war ich mir noch nicht sicher, ob ihr zusammen seid oder nicht. Viel Glück weiterhin, 200 Likes. Der Baum sieht super schön aus, ihr beide und eure Liebe überstrahlt alles. Ihr seid so ein schönes Paar, bei eurem Kuss geht einem das Herz auf. Freue mich so sehr für euch, dass ihr eure Liebe öffentlich leben und zeigen könnt. Alles Liebe euch, einen wunderschönen zweiten Advent, 211 Likes oder auch hier, sehr schön. Ich bin kein großer Influencer-Fan, aber ihr beide seid einfach toll und super authentisch. Alles Gute für euch als Paar. 190 Likes. Oh wow, da kommen einem die Tränen, weil man sich so freut, dass ihr es endlich zeigen könnt nach all den Jahren. Oder ich habe es vermutet und gehofft, dass ihr ein Paar seid. Finde euch beide unfassbar toll und authentisch. Der Kuss war so überraschend und das war einfach toll. Ich habe mich so gefreut. Zeigt es der Welt. Niemand sollte sich für seine Gefühle schämen oder sie verstecken. Zitat Ende. Und das war das, was ich euch unbedingt zeigen wollte, denn wir haben natürlich jetzt Marco Strecker die ganze Zeit bei Promi Big Brother begleitet, wir haben das Outing miterlebt, wir haben das mit seinem Papa miterlebt, dass er zugeschaltet wurde, seine Mutti erlebt, das waren alles für uns, für mich, schöne Momente. Die negativen Sachen daran lasse ich jetzt wirklich mal aus. Ich meine wirklich jetzt das reine Coming-out, nicht die ganze Paulina-Geschichte, ich meine das reine Coming-out. Das war wirklich eine schöne Geschichte, die von Marco den Zuschauern erzählt wurde. Und so wie ich es am Anfang auch gesagt habe, genauso glaube ich es. Ich glaube nicht, dass das irgendwie alles geplant war. Ich glaube, dass wirklich, dass es genauso war. Die engsten Freunde und die Mutti wusste es, der Vater hat es vielleicht von der Mutter mal gehört oder weiß der Geier was. Und jetzt hat er es aber öffentlich gesagt. Zeigt sich öffentlich mit seinem Freund, mit Tobi. Es gibt diesen Kuss und ich freue mich einfach für die beiden. Und selbst ich habe kommentiert, ja, der eigentlich nicht kommentiert, ich habe auch kommentiert und freue mich einfach für die beiden, weil es erinnert mich Tatsache so ein bisschen auch an mein eigenes, ja, mein Coming-out war sehr viel früher, aber an mein erstes Auftreten mit Maxi. Ja, unser erster Kuss im Social Media, das war alles auch schön. Das erinnert mich halt alles daran. Und wir haben damals auch so viele liebe Kommentare bekommen und eigentlich nichts Negatives. Und dasselbe wünsche ich den beiden auch. Ich wünsche denen wirklich, dass sie miteinander viele Jahre, wenn nicht sogar für immer, harmonisch sind, glücklich sind, dass sie einander vertrauen können, dass alles schön bei den beiden ist. Das ist das, was ich mir wünsche. Und ihr wisst, meine Meinung, Liebe gewinnt immer. Ja, und ich bin mir ganz, ganz sicher, dass die beiden auch jetzt als Pärchen noch sehr viel weiterkommen, sehr viel mehr von sich preisgeben werden und ich schaue mir das gerne an, aber ich denke mal, wir sind uns alle einig, das sind keine Trash-Highlights, ich schaue mir das dann vielleicht privat an, aber hier für unsere Trash-Highlights ist das nicht relevant, das ist dann erst relevant, wenn er oder sein Freund im Trash-Format sind, aber so erstmal für mich jetzt nochmal ein schöner Abschluss für die Berichterstattung rund um Marco Strecker, meine Lieben. Ich verabschiede mich jetzt mit einem schönen Gefühl, hoffentlich auch bei dir und freue mich, wenn wir uns wiedersehen. Morgen früh zum ersten Kaffee geht's hier heiter weiter mit den neuesten Trash-News und heute muss ich erstmal vieles verdauen und verarbeiten, meine Lieben. Also, macht es gut. Tschüss.